Manfred Grund ergriff am 15. Januar 2014 in der Aktuellen Stunde zum No-Spy-Abkommen das Wort. Dies ist seine Rede. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Freiheit und Sicherheit stehen in einem besonderen Spannungsverhältnis. Der Preis der Freiheit ist ständige Wachsamkeit. Ein Zitat, was nicht von irgendeinem Sicherheitsdienst kommt, sondern das Thomas Jefferson zugeschrieben wird, dem Vater eigentlich der modernen Tradition der Grund- und Freiheitsrechte. Und unser Grundgesetz steht in dieser Tradition. Freiheit ist ein hohes Gut, ist eigentlich das höchste Gut unserer Verfassung. Und bewusst bildet der Katalog der Freiheitsrechte den Anfang des Grundgesetzes. Aber diese Freiheitsrechte müssen auch geschützt werden. Und sie müssen auch geschützt werden gegen einen übermächtig werdenden Überwachungsstaat, weil das Streben nach absoluter Sicherheit in Tyrannei und in Unfreiheit führt. Um es nochmal mit einem Amerikaner zu sagen, mit Benjamin Franklin, wer seine Freiheit für die Sicherheit aufgibt, wird weder Freiheit noch Sicherheit erlangen. Aber nochmal, Freiheit muss verteidigt werden und unsere freiheitliche Werteordnung hat entschiedene Gegner. Unsere Freiheit ist nicht in erster Linie durch amerikanische Nachrichtendienste bedroht. Schon gar nicht haben wir Anlass, allen Nachrichtendiensten, war Gott sei Dank auch nicht Tenor der heutigen Debatte, allen Nachrichtendiensten pauschal zu misstrauen. Unsere deutschen Nachrichtendienste leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit unserer Bürger im In- wie auch im Ausland. Und wir dürfen Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Unsere Sicherheit wird zunehmend von zwei anderen Entwicklungen bedroht. Erstens bedroht von Extremisten, die aus ideologischen Gründen heraus Gegner der Freiheit sind, die aus dem Verborgenen heraus agieren und angreifen. Und unser wirksames, fast einziges Mittel gelegentlich gegen diese Bedrohungen ist nachrichtendienstliche Aufklärung. Zweitens, mit der modernen Mobilität und der modernen Vernetzung werden solche Bedrohungen zunehmend globaler. Was heute in Waziristan oder auch in Syrien vor sich geht, kann morgen bei uns direkt zu Hause eintreffen. Diese Globalisierung der Bedrohung effektiv zu verfolgen, übersteigt die Fähigkeit nationaler Nachrichtendienste. Auch wenn wir andere Regeln für den Umgang mit unseren Partnern anstreben, bleiben wir auf den Austausch gerade mit den großamerikanischen Diensten angewiesen. Wir haben noch keinen Ersatz dafür. Denn egal, ob als Tourist, ob als Handlungsreisender, als Geschäftsmann, als Entwicklungshelfer oder als Soldat, Deutsche sind heute in jedem Land der Welt unterwegs. Und unsere Bürger sind dabei nicht nur terroristischen, sondern auch zunehmend kriminalistischen, kriminellen Herausforderungen ausgesetzt. So hatten wir seit dem Jahre 2000 mehr als 90 Entführungen deutscher Bürger im Ausland. 2000 Familie Wallert in Malaysia entführt, schließlich auf den Philippinen befreit. 2003 wurden 16 deutsche Touristen in Algerien entführt, 15 konnten gerettet werden, eine deutsche Frau ist während der Entführung umgekommen. 2005 wurde eine Frau im Irak und eine deutsche Familie im Jemen entführt. Im Jahr 2007 ist eine deutsche Staatsangehörige und ihr Sohn im Irak entführt worden. Hier ist nur die Befreiung der Mutter gelungen. Ebenfalls 2007 wurden zwei deutsche Staatsangehörige in Afghanistan entführt. Einer konnte befreit werden, der andere wurde von den Entführern getötet. 2012 wurden unter anderem vier deutsche Staatsangehörige in Äthiopien entführt. Zwei konnten gerettet werden, die übrigen wurden von den Entführern getötet. Und zuletzt die Entführung von drei Mitarbeitern der Grünhelme in Syrien, die alle wieder freigekommen sind. Für ihren Einsatz haben wir Anlass, den deutschen Diensten, aber auch den ausländischen Partnern für ihre Unterstützung zu danken. Besonders in Afghanistan hat der enge Austausch zwischen westlichen Nachrichtendiensten unmittelbar zum Schutz unserer Soldaten und Bürger beigetragen. Und machen wir uns keine Illusionen. Wer diese Zusammenarbeit mit verbündeten Nachrichtendiensten oder Nachrichtendienste grundsätzlich in Frage stellt, riskiert das Leben deutscher Staatsbürger. Unsere Bürger können sich in der Regel sicher fühlen, ob sie ins Ausland reisen, ein Flugzeug steigen, mit dem Zug fahren. Das ist auch ein Ergebnis dieser nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Wir haben gute Gründe, in Washington und auch in London auf einen anderen Umgang miteinander zu drängen. Aber ich plädiere für weniger Aufgeregtheit und ein Abwägen unserer Interessen. Lassen Sie es mich mit Bezug auf Charles de Gaulle sagen, es sind nicht nur Freundschaften,
Es sind auch Interessen, oder gerade Interessen, die unsere Zusammenarbeit mit amerikanischen Partnern zugrunde liegen. Wir sollten diese unsere Interessen nüchtern betrachten und beurteilen. Und wir sollten mit Jefferson bedenken, der Preis der Freiheit ist auch ständige Wachsamkeit. Vielen Dank.